herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland. Zurück zu Hause. Ich hole mir erstmal ein bisschen Spaghetti Bolognese. Einmal kurz snacken. Und überlegen, was wir jetzt diese Woche zu tun haben. Ich muss auf jeden Fall Holz aus dem Wald holen. Dazu brauche ich aber den neuen John Deere, den mir der Neumann hoffentlich demnächst bekannt gibt, dass ich den habe. mit dem Frontlader. Dann sollte der mir noch ein paar Sachen lackieren. Und dann muss ich noch, ich glaube, den Drescher vom Feld holen. Ja, ich glaube, das mache ich zuerst. Ich gehe erstmal ein bisschen spazieren. Oder einen kleinen Jogging-Ausflug zum Feld, holen den Drescher, räumen den Hof ein bisschen auf und dann muss ich auch mal gucken, was wir mit unseren Feldern machen. Weil die sollte ich natürlich auch noch bearbeiten, damit die schnell wieder Profit abwerfen. Ich glaube, ich laufe hier einfach über die Wiese. Geht ein bisschen schneller. Mein Düngestreuer steht natürlich auch noch am Feld. Nachdem das letzte Mal das mit dem Düngen überhaupt nicht funktioniert hat, hatte ich keine Zeit mehr. Ja. Jetzt holen wir erstmal einen Drescher. Und dann ist, warte mal, die Frage. Gerade mal gucken, ob ich hier wieder. Ob ich hier mal wieder Tiefen lockern muss. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. So. Gut, ab geht's nach Hause. Haben wir zumindest eine Aufgabe heute schon mal erledigt. Die Frage ist halt, was machen wir mit dem Holz? Wann werde ich das abholen können? Aber das reicht auch noch ein bisschen. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeug im Lager unten, im Sägewerk. Von dem her ist es jetzt nicht so brisant, dass wir hier unbedingt das Holz vom Wald holen müssen. So, ich werde gerade mal den Drescher putzen. Schneidwerk auch gleich. Ein bisschen Maschinenpflege, ja, mache ich sowieso viel zu selten. Alles hier dreckig. Hoppala.
Sieht ja fast aus wie neu. So, ich glaube, ich nehme wieder den faulen Weg mit dem Drescher einparken. Perfekt. Klappe zu, er wird tot. Ja auch. Warum ist eigentlich beim Dünger die Klappe offen? Ah, so eine Unordnung hier. So, LKW muss noch verräumt werden. Klingelingeling. Folge war ohne, hallo? Ja, grüße, Herr Nimmersatt hier. Ich bin der neue Schweinebauer. Guten Tag. Wieso denn das? Weil der Herr Diedl im Moment leider verhindert ist und ich die Geschäfte für ihn derweil übernehme. Davon hat er mir aber nichts gesagt. Könnte ja jetzt jeder Ja, kommen und sagen, dass er das wäre. hat sich jetzt kurzfristig leider so ergeben. Versuche natürlich das Bestmögliche aus seinen Finanzen zu machen. Okay. Gibt's da, Und ich wollte haben Sie nur da mal irgendwas nachfragen, Schriftliches? schriftlich habe ich derweil noch nichts, aber Okay. das kann ich Ihnen sicher nachreichen. Ja, ist halt schwierig, dass ich dann. Gibt es irgendjemand, der das bestätigen kann? Ich müsste mal zum Herrn Blaubeer fahren, müsste mit ihm reden, ob er mir das bestätigen könnte. Okay. Der Ja, der würde soll mich da eigentlich mal ein bisschen anrufen. Bescheid wissen und der soll Sie dann anrufen. Ich bin nämlich gerade am Weg zu dem Herrn Blaubeer. Ah, ja, Der okay. soll Sie dann anrufen und wird Ihnen das bestätigen. Wollte eigentlich nur wissen, ob irgendwelche Gerätschaften vom Schweinehof noch bei Ihnen unten stehen würden. Ja, eine Sämaschine. Ja, Horsch Pronto 9DC. Und ein alter Case Traktor. Ein Okay, na, wenn das dann 550. bestätigt wäre, dann würde ich das eventuell später mal abholen. Jo, können Sie machen. Ist ja ihrs. Vielleicht. Okay, dann melde ich mich später noch einmal. Beziehungsweise der Herr Blaubeer wird sich bei Ihnen melden. Ja, gut, danke. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Kann ja jeder kommen. Ich bin mal gespannt, was die Blaubeeren sagen. Hatte der Case nicht einen Frontlader? Die Poltergabel ist von mir. Die Palettengabel ist, glaube ich, auch von mir. Ach, den Frontlader habe ich ja verkauft, ne? Den habe ich ja. Und kann mal telefonieren. Also, gleich mit dem Neumi. Was denn jetzt mit meiner Bestellung ist? Dann würde ich vielleicht einfach mal anfangen, die Felder wieder zu bewirtschaften. Hallo, ist der Neumann. Jo, Folge hier, Servus. Moin. Jo, weißt du irgendwas vom Schweinebauern? Hey. So? Keine Ahnung, mich hat so ein komischer Typi angerufen, der sagt, er sei der neue Schweinebauer. Achso, ich habe gehört, dass da einer jetzt neu ansässig ist, ja. Okay, der hat gemeint. Beziehungsweise.
beziehungsweise dabei ist oder so. Okay. Der hat nämlich gemeint, er sei für ein, würde jetzt die Geschäfte vom Schweinebauern führen, solange der irgendwie verhindert sei. Kann man auch sagen, ja. Okay. Also, kann schon gut. Also, ja, vorgestellt hat er sich noch nicht persönlich, aber ich weiß davon, dass alle. Okay, ich bin ja mehr mal vorsichtig, ja? Kann ja jeder kommen. Ah, das stimmt. Gut, aber wo, weshalb ich eigentlich anrufe, wie schaut's denn aus mit meinem neuen Frontleiter? Und dann mein Ingenieur? Ja. Ja, steht bei mir am Hof. Steht bei dir am Hof. Also ist da, ja. So, ist schön, wie das bei dir am Hof steht. Warum steht das nicht bei mir am Hof? Weil das nicht liefern sollte. So. Kannst ja aber liefern. Ah, das wäre subi. Jo. Kannst du machen, wäre subi. Wie lange dauert das? Vielleicht Tage, also ein Tag oder so höchstens. Okay. Ja, dann warte ich mal. Ich muss jetzt sowieso erstmal düngen. Ja. Ja, was habe ich denn eigentlich für einen Düngestall? Okay. Okay, gut. Dann bis später. Morgen. Bis später. Ciao. Gut. Ja, das war jetzt nicht so optimal, ne? Da haben wir nur die Hälfte gedüngt. Ein bisschen Verrenkung hier. Ich glaube, Dünger bräuchte ich auch mal wieder. Ja. Jetzt passt. Ja, GPS immer noch ein heikles Thema bei mir. Gelegentlich bin ich da nicht ganz so fit. Aber meistens kriege ich es irgendwie eingestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann sich die Blaubeeren melden. Um mir hier tatsächlich zu bestätigen, dass der Typi da vom Diesel die Geschäfte führen soll. Also ich weiß gar nichts davon. Der Diesel hat mir nicht Bescheid gegeben. Und von dem her könnte ja jeder irgendwie kommen und sagen, hier, ich arbeite jetzt für den Hof oder auf dem Hof. Und nachher sind die Geräte weg und dann bin ich der Fisch. Und darauf habe ich keine Lust. Deshalb sichere ich mich da lieber erstmal ab. Aber lass mir das zumindest von irgendjemandem bestätigen. Kann ich nämlich auch sagen, ja, guck mal, der hat auch gesagt. So bin ich auf der sicheren Seite. So. Aber ich rufe rein und Neumann an. Klingelingeling. Hallo, ist der Norman? Ja, Volker nochmal, servus. Ja, moin. Ich bräuchte ein bisschen, Dings hier, Dünger. Hast du da noch was vorrätig? Ja, sicher habe ich da was vorrätig. Kannst du das mitbringen?
weiß zwar nicht wie, aber... Na, wie bringst du denn den Trecker? Ja, mit einem Auflieger. Dann stellst du doch einfach auf den Auflieger noch einen Anhänger drauf. Ich glaube, das passt nicht. Wie, das passt nicht? Was hast denn du für einen billigen Auflieger? Ich habe einen Aperion. Ansonsten nur einen LKW-Auflieger. Ach, diese große Dinger von Strautmann. Achso. Ich hab keine kleinen Sachen. Dann machen wir Folgendes. Dann kannst du mich nachher mit hochnehmen? Ah ne, ich fahre dann nachher selber hoch. Ich glaube, bei der Helga, beim Händler stand ja, glaube ich, noch mein Anhänger, ne? Vom MAN. Mein Flieger. Das kann ganz gut sein, ne? Ja, dann fahre ich nachher selber hoch. Dann komme ich bei dir vorbei. Jo. Gut. Danke. Aber wenn du schon anrufst. Ja? Steuern. Oh nein. Wie viel? 11.700. Ja, überweise ich dir gleich. Jo. Bis dann mal. Dann, .700 hat er, glaube ich, gesagt. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Gut, ich denke, für den Moment müsste der Dünger noch ausreichend sein. Also ich müsste damit alle drei Felder eigentlich düngen können. Hola, da hat das Lenkrad geklemmt. Zumindest einmal müsste ich sie alle düngen können. Für das Feld hier wird es wahrscheinlich nicht ganz genügen. 300 Kilo noch drin. Ja, schön wäre es auch, wenn es reicht. Es könnte sich auch ausgehen. Ja, optimal, dann muss ich nämlich nicht mehr hierher fahren. So. Das passt perfekt. Wenn er morgen den Traktor bringt, dann könnte ich vielleicht am Dienstag, am Mittwoch schon in den Wald fahren und die Stämme verladen. Das wäre eigentlich ganz geschickt. Ja, wobei, vielleicht sollte ich erst wirklich die Felder dann wieder ansehen.
bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht. Vielleicht. Ich sehe, glaube ich, das erste Feld schon mal an. Und zwar machen wir da diesmal Weizen drauf. So, wir brauchen Weizen und Soja oder Gerste. Ich könnte natürlich das Stroh dann. Verwerten. Aber Stroh bringt mir ja nichts. Also deshalb nehme ich, glaube ich, lieber, werde ich, glaube ich, lieber Soja anpflanzen. Und beim Weizen werde ich das Stroh auch nicht verwerten. Das lohnt sich nicht. Dann bin ich mal gespannt. Schützelein ausklappen. Vielleicht. Okay, 14, irgendwas Meter Arbeitsbreite. Ja, passt eigentlich. Dann absenken, starten und los geht's. Gut. Sämaschine in Betrieb. Das neue Ding. 15 Meter knapp Arbeitsbreite ist natürlich schon mal 6 Meter mehr, wie wir mit der Horsch hatten. Ich glaube, das wird sich lohnen. Da sind wir deutlich schneller im Ansehen. Das ist gut. Aber für heute war es das, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge, 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.